Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber wir spielen heute Fortnite. Ich habe dieses Spiel tatsächlich gerade aus Langeweile installiert, weil ich gerade so ein bisschen Zeit hatte und nicht wusste, was ich spielen soll. Ja, dann installiere ich halt einfach Fortnite. Fragt nicht. Und ich habe eine Runde gespielt und direkt einen epischen Sieg eingefahren. Ich blende euch hier einen Screenshot ein. Und ich habe mich sehr geärgert, dass ich diese erste Runde nicht aufgenommen habe. Deswegen habe ich jetzt die Aufnahme angeschmissen und ich bin gespannt. Das wird komplett in die Hose gehen. Aber ich nehme euch jetzt mit und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Fortnite auf meinem Kanal. Wie bekloppt. Es geht los. Okay, wir landen jetzt hier. Aber die Idee hatten auch andere. Das finde ich jetzt nicht so nice. Ich bin gespannt, ob ich an den Erfolg aus meiner ersten Runde Fortnite anknüpfen kann. Ich glaube nicht. Jetzt mache ich mir selber nämlich Druck. Ich glaube, hier landet gerade noch jemand. Ich weiß auch nicht. Oh, das ist nicht die Waffe, die ich gerade hatte. Schade. Ich habe auch keine Ahnung von diesem Spiel, welche Waffen hier gut sind. Das ist meine zweite Runde, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Und da ist auch ein anderer Spieler tatsächlich. Warte mal, ich kann bei denen irgendwas kaufen. Oder auch nicht. Kein Geld. Okay. Da sind andere Spieler. Ich habe Angst. Ich habe noch nicht mal. Oh Mann, warum habe ich gerade meine erste Runde nicht aufgenommen? Ich habe noch nicht mal ein Schild. Ich habe auch keine Heilung. Heilung wäre schon cool. Wenn es laggt, ist es übrigens das Spiel. Ich habe das Spiel sich einfach selbst einstellen lassen. Aber tatsächlich leckt es manchmal. Ich weiß nicht. Ich habe komische Waffen und ich habe irgendwie eine Waffe doppelt. Ja, ich. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen lost. Das ist aber immer noch nicht die Waffe, die ich gerade eben hatte, oder? Nee. Schade. Ich hab's mir halt auch nicht gemerkt. Kann ich mich damit jetzt... Ich muss mich erstmal hochheilen. Ich habe auch noch nicht so ganz alle Mechaniken verstanden. Aber ich gebe mir Mühe. Mit dem Spiel dazu kommen. Ja, ich bin stets bemüht. Das müsst ihr mir lassen. Ich meine, ich habe gerade den ersten Kampf überlebt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Fortnite jemals aufnehme. Aber die erste Runde in meinem Leben... Also ich verbessere nochmal. Ich habe mal, als ich die Switch neu hatte, auf der Switch Fortnite gespielt. Allerdings ist das mit der Controller-Steuerung logischerweise. Und ich habe einfach mich nur versteckt die ganze Zeit. Und bin da bis auf Platz
2 gekommen. Das war aber wirklich nur durch Verstecken. Also das zählt nicht. Okay? Das gerade eben war meine erste Runde. Jetzt die zweite. Wie gesagt, ich habe hier auch noch keine Ahnung, wo hier irgendwie coole Spots sind oder so. Ich laufe einfach random rum und warte darauf, dass ich Leute finde. Oder sie mich finden. Auch von den Waffen habe ich keinerlei Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, welche Waffe ich gerade in der ersten Runde hatte. Ich weiß nur, dass ich sie gern wieder hätte. Er ist da runtergelaufen. Mal gucken gehen. Auf die Gefahr, dass er mich zuerst sieht. Uah! Wo? Wo? Seht ihr, ich krieg's noch nicht mal hin. Da. So richtig krass zu lokalisieren, wo die Leute sind. Ich bin mal ein bisschen weg. Übrigens auch teilweise Bots. Oh, ich habe den Baum abgeschossen. Das heißt nicht, dass ich besonders gut bin. Wir spielen hier gegen Bots. Ja. Oh. Steh auf. Ich habe bald keine Muni mehr. Das ist tatsächlich sehr ungünstig. Da ist der nächste. Ich mag das hier nicht. Keine Stamina mehr. Ich laufe mal kurz ein bisschen weg. Um Gottes Willen. Hier niemanden. Hier wird geschossen. Hier hinten ist Action. Es gibt natürlich auch die Leute, ne? Die rennen halt rein in den Kampf. Warum kann ich das nicht öffnen? Ich bin eher so, ich renne weg vom Kampf und warte, dass sich eine gute Gelegenheit bietet. Irgendjemand zu treffen. Ja. Und so warte ich halt hier, ne? Tatsächlich bekommt man ja im Navi oben ungefähr angezeigt, wo es gerade kracht. Ich weiß auch noch nicht, was das alles immer ist, was einem dann so markiert wird. Keine Ahnung. Bin auch noch kein Auto gefahren in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was die Hühnchen machen. Ich bin komplett ahnungslos. Ich weiß nur, dass es nicht so gut ist, ohne Deckung rumzulaufen. Aber das ist ja in keinem Spiel gut, wo es Gegner gibt.
So, warten wir hier, ob hier jemand gerannt kommt, um sich aus dem Sturm zu retten. Aber hier stehen wir halt auch wie auf dem Präsentierteller. Was machen wir? Ich sehe niemanden. Ja. Oh. Ich darf nicht. Das ist übrigens ein Bot. Der schießt so schlecht. Was ist dieser Kronenbonus? Ach, als Kronenträger 3 Eliminierungen erzielt. Es hing. Es hing. Jetzt mal kurz. So. Und nur? Weiß ich auch nicht. Übrigens, das mit Fortnite ist jetzt, glaube ich, echt eher so ein Spaßprojekt gerade, diese Folge. irgendwie ist witzig, aber ich glaube nicht, dass ich so ein guter Shooter-Spieler bin. Erst, dass ich hier voll die coolen Sachen reißen könnte. Ja, ich find's gerade einfach nur witzig. Ich war gerade sehr motiviert nach der ersten Runde und dachte, wir gucken hier nochmal rein. Mit Aufnahme. Ich habe mich so geärgert. Dass ich die erste Runde nicht aufgenommen habe. Ich hätte es euch gern gezeigt. Was ist das? Was passiert da? Einfach eine fliegende Insel. Okay. Ist das cool, wenn man da hochgeht? Problem ist immer nur, wenn Sachen cool sind, wollen das viele Leute machen. Da fliegen schon die ersten Geschosse. Gefällt der Platz hier nicht. Es ist wieder so offen. Oh, die Dinger kann man auch aufmachen. Okay. Also ne, entschuldigt bitte diese kleinen Mikro-Ruckler, aber wie gesagt, das ist bei mir auch gerade. Dass einfach die Grafikeinstellungen. Vielleicht müsste ich hier noch irgendwas anpassen. Ich habe das ja auch aktuell gemerkt. Also meine CPU hat irgendwie Probleme. Ich weiß nicht so richtig, die wird super heiß. Ich weiß nicht, ob die auch vielleicht einen Klatsch weg hat. Was super ärgerlich wäre. Aber oh, in diesem Biom war ich noch gar nicht. Was ist das hier? Dschungel. Das Wasser sieht giftig aus.
cool. Ich habe richtig viel dazu beigetragen. Letzte Runde hatte ich, glaube ich, insgesamt 5 Kills. Jetzt habe ich erst 3. Das ist ein bisschen schade. Aber die Runde ist ja noch nicht vorbei. Ich finde noch niemanden. Da ist jetzt nicht so, dass ich nur rumsitze und warte. Ich finde einfach niemanden. So, ich wollte übrigens noch Tasten eigentlich umbelegen. Hab ich auch nicht gemacht. Ich muss das Ducken noch auf meine gewohnte Duckentaste setzen, legen. Kiste da unten am Strand. Wie sie einfach sich sonnt. Süß. So, jetzt, ich will mal wieder ein bisschen, also ich will nicht sterben, aber ich will gern ein bisschen was machen. Aber ich bleib dabei. Tatsächlich finde ich das die Jungen hier gerade sehr schick. Ja, da unten ist jetzt der Loot. Das ist ungünstig. Okay. Ich bin wieder bei meinen 5 Bot-Kills. Das finde ich gut. Ich kriege nur noch einen mehr hin. Ich gehe auch davon aus. Also, wie ist das bei Fortnite? Wird man eigentlich so je nach Skill und Erfahrung gematcht? Mit Bots und anderen Spielern? Oder wie ist das? Denn ich habe direkt in der ersten Runde einen Levelaufstieg gehabt. Ich bin mit Level 2 in diese Runde gestartet. Oh, ich muss... Ich muss mich sogar ein bisschen beeilen. Ich werde in der Zone sterben. Ich weiß nicht, ob ich durch dieses Wasser darf. Sieht so gefährlich aus. Das ist natürlich jetzt gefährlich, weil ich muss jetzt ohne Rücksicht auf Verluste hier einfach rennen. In die sichere Zone. Das ist immer die Situation, die ich nicht mag. Ich bin am liebsten nicht schon im sicheren Bereich. Oh, das ist ja schon ein bisschen... Hier. Ich muss jetzt in das Wasser, oder? Oh, was ist das? Totenköpfe um mich rum. Ist das gut? Ist das nicht gut? Oh! Ich habe eine sehr dumme Ausgangsposition. Sehr dumm. Es gibt nur noch eine Person auf dieser Karte. Ein Bot. Diese Person wird mich bestimmt erwischen. Gibt es hier Fallschaden? Person jetzt irgendwo oben steht. Doppelt?
abgesprungen. Oh mein Gott, er ist hier irgendwo. Schieß nochmal. Ich habe eine dumme Position. Cool. Mensch, du. Okay, das waren alles Bots, oder? Das war jetzt der zweite Sieg in Folge. Das kann nicht normal sein. Okay. Direkt Level 4. Auch nicht verkehrt. Ja, das war ein Ausflug nach Fortnite. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, noch mehr Fortnite aufzunehmen. Vielleicht gibt es noch ein paar Fortnite-Folgen auf dem Kanal. Vielleicht wollt ihr auch gar nichts sehen. So, Fortnite ist ja auch ein bisschen verschrien, aber irgendwie fand ich es gerade ganz witzig. Das Spiel macht es mir aber auch gerade sehr angenehm. So, sie sind jetzt keine harten Gegner. Die haben so Skill wie ich. So, gefühlt null Treffer. Oh, Zielgenauigkeit ist schon gestiegen im Vergleich zur ersten Runde. Aber ja. Danke fürs Zuschauen. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und vielleicht bis zur nächsten Folge Fortnite, ich weiß es nicht. Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bye, bye.